an. Dies war das Community auf YouTube. Herzlich willkommen zu einem weiteren Video auf meinem Kanal. Einen wunderschönen guten Morgen wünsche ich euch. Jungs, heute ist es soweit. Es geht los. Wir machen mal was Neues. Und zwar, FIFA 21 Packs entscheiden unser FIFA 22 Team. Nicht nur irgendwelche Karten, die wir hier holen werden. Nein, es geht darum, in 20 Gold Packs die Special Karten rauszufischen, die aktuell von FIFA 22 noch vorhanden sind. Bedeutet, wir ziehen zum Beispiel einen Ronaldo in FIFA 21, da müssen wir die beste Special Card nehmen von ihm in FIFA 22. Das Ganze kann man natürlich doch machen mit Packs aus FIFA 20, 19, 18 und so weiter und so fort. Wenn ihr darauf Bock habt und das vielleicht in den nächsten Wochen nochmal öfters sehen wollt, dann lasst sehr gerne einen Daumen nach oben da, sehr gerne auch ein kostenloses Abonnement. Ich würde mich persönlich extrem drüber freuen, mir hat die Aufnahme sehr, sehr viel Spaß gemacht. Bevor wir aber ins Video gehen, habe ich doch was für euch. Let's go. Und zwar hat mein Partner Level Up heute wieder was komplett Neues für euch. Denn sie bringen den Sommer zu euch nach Hause. Nicht die Sommer-Edition, die es schon gibt. Nein, wir fühlen uns ein Stück weit in die Kindheit zurückversetzt. Wir sind als kleine Butchis noch ganz entspannt im Schwimmbad, gehen zu unseren Eltern und wollen Eis haben. Und da gab es viel zur Auswahl. Unter anderem etwas ganz, ganz Spezielles. Es hat gekribbelt auf der Zunge und es war sensationell. Und zwar das Kaktuseis. Und dieses Kaktuseis wurde jetzt in der neuen Level-Up-Sorte für euch perfekt kombiniert, um den perfekten, prickelnden Geschmack auf der Zunge zu haben, wie ihr es vielleicht früher aus eurer Kindheit kennt. Das Schöne und dann das Ganze an der Sache ist, es gibt nicht nur die neue Edition des Kaktuseises, was heute um 18 Uhr getroppt wird, nein, sondern es gibt nochmal eine 3 für 2 Aktion mit dem Code APFA2, könnt ihr mich darunter nämlich auch unterstützen. Liebe geht raus, seid schnell, die neuen Editions werden immer super, super schnell ausverkauft sein. Heute um 18 Uhr ist der Drop, Kuss geht raus an jeden Einzelnen, also wenn ihr darauf Bock habt, ja, von heute, vom 29.08. bis 4.09. ist die ganze Aktion gültig. Shoppt, genießt es, denkt dran, ja, Koffein, Zucker ist mit dabei, sonst könnt ihr immer noch auf die Hydration Drinks umsteigen, die es natürlich auch noch gibt, unter anderem mit Shiny Dragon. Liebe geht raus, viel, viel Spaß, das Ganze ab 16 würde ich euch empfehlen. Rein da in die Olga, let's go! Boys and Girls, wir gehen rein. Ja, FIFA 22 hält mit dem Content sich ein wenig zurück, deswegen habe ich mir Folgendes gedacht. Wir können das ja gerne auch noch mit den anderen FIFA-Teilen machen. Und zwar werden wir jetzt, ich bin mal sehr gespannt, weil ich habe nämlich absolut keine Ahnung, ob ich doch genug Coins auf jeweils jedem Account habe. Wir starten rein in die Premium Gold Packs aus FIFA 21. Sobald wir eine Karte zielen, eine Goldkarte, die in FIFA 22 eine Special Karte hat, werden wir sie in unser Team packen. Wir ziehen so lange Gold Packs, bis wir 11 Special Karten in FIFA 22 dann in unserem Team haben und damit machen wir dann ein Spiel. Relativ simpel, da kann natürlich vieles kommen. Je weiter wir natürlich zurückgehen, ist auch die Möglichkeit natürlich gegeben, zum Beispiel einen Ronaldinho oder einen Kaká zu ziehen, die noch eine Goldkarte hatten oder einen Rooney, die jetzt eine Icon sind. Ja, deswegen, ich bin sehr, sehr gespannt. Wir starten erstmal mit FIFA 22 rein. 21. Wenn ihr das noch bei anderen FIFAs sehen wollt, schreibt mir das gerne in die Kommentare. Wir fangen aber erstmal an mit 7500 Münzen. Ich muss euch übrigens dann gleich noch was zeigen, denn wir haben... Oh mein Gott, diese Animation, Chat. Diese Animation, es ist so geil. Wir haben übrigens in Cristiano Ronaldo 99er Karte noch gehabt. Da haben wir direkt den ersten Chat. Saar hat eine Special-Karte in FIFA 22. Deswegen werden wir den auf jeden Fall nehmen. Dazu Bowen, Conny Bianca und Cheka. Ich würde sagen, weil wir jetzt zwei drin haben, weil die beiden nämlich eine Special-Karte haben. Wir nehmen immer aus einem Pack, müssen wir uns einen raussuchen. Ja, weil da haben wir noch ein bisschen Nostalgie mit vorhanden. Saar ist unser erster Spieler. Ja, das ist schon mal nicht ganz so schlecht. Den packen wir natürlich direkt ins Team rein. So, was ich euch aber noch zeigen wollte für das Video, Jungs. Und zwar, wir haben den Cristiano Ronaldo 99er Untrade ja gezogen gehabt letztes Jahr. Ich hatte den auf der Transferliste. Den haben wir gerade für 1,399 Millionen draufgestellt. Der ist sogar direkt weggegangen. Das ist der absolute Wahnsinn. Wir haben noch eine komplett volle Transferliste. Wenn ich die verkaufe, machen wir auf jeden Fall noch ordentlich Coins. Da haben wir noch ein bisschen was zu tun. Wenn ihr mal Bock habt, dass wir mal eine Clubtour machen, der ganzen FIFA-Teile, schreibt sie gerne rein. Aber wir machen direkt weiter mit Nummer 2. Vielleicht ziehen wir auch im zweiten Pack. Vielleicht geht das ja auch relativ schnell. Ich habe keine Ahnung, wie schnell wir da was sehen werden. Ich habe keinen blassen Schimmer, wie oft wir Karten ziehen, die jetzt schon in FIFA eine Special-Karte haben. Wir gucken mal rein. Es ist eine seltene Karte. Lamela hat auch eine Special-Karte schon in FIFA. Wir haben noch 1000 Münzen mit dabei. War der Lamela eine Objective-Karte? Vielleicht habe ich den abgeschlossen. Wenn wir den nicht mehr haben, dann werden wir natürlich dann den 12. Spieler nehmen. Gehe ich komplett mit. Ich fand die Animation in 21 auch viel, viel cooler als in FIFA 22. Vielleicht ziehen wir ja jetzt sogar einen Walkout. Ja, da muss ja der linke Seite dürfen nur zwei Dinger leuchten. Das wäre natürlich sensationell. Okay, Leiner hat auf jeden Fall zu 100% auch eine Special-Karte. Rechtsverteidiger ist gut. Packluck ist da. Ich glaube, der hat eine 87er-Karte, Leiner. Eine Hunter-Chat. SBC gewesen. Da wäre ich die auf jeden Fall im Verein haben, Chat.
5K, wir machen so viel Profit. Aber Liner nehmen wir natürlich mit. Ja gut, wenn beide haben, ja, wir entscheiden uns einfach für Liner. Vielleicht haben wir ja im vierten Pack wieder Packlack. Aber das wird wieder eine Zeit werden in FIFA 23, wenn wir nur 7,5K Packs öffnen können. Jetzt sehen wir Aurier, der nächste RV, den wir als LV spielen können. Auch der hat eine Showdown-SPC gehabt, das weiß ich. Deswegen werden wir den auf jeden Fall zu 100% mitnehmen. Ruben Garcia und Soprino. Ich glaube, die haben beide keine Special-Karten, ne? Aber ich hätte jetzt nicht, Real Talk, ich hätte nicht gedacht, dass wir im 4-Packs ineinander Karten ziehen werden, die auch eine Special-Karte in FIFA haben. Klar, wir haben extrem viele Special-Karten in FIFA, aber gut, nehmen wir mit. Vargas Torwart. Ja, wer ist dahinter? Vielleicht haben wir doch noch eine Special-Karte. Amiri, Kota und Dragowski. Ich glaube, hier ist kein einziger Spieler dabei, der eine Special-Karte hat. Pack Nummer 6 geht auf. 4 Karten haben wir schon. Na, mal einen Stürmer wäre ganz geil. Oder mal ein Walkout wäre auch ganz cool. So ein Ronaldo einfach mal ziehen, würde ich mitnehmen. Wen haben wir hier drin? ZOM. Oh, Nkunku. Der erste Team of the Season kommt bei uns ins Pack. Ins Team. Nkunku, überragend. 96er Team of the Season, den packt man natürlich rein. Plus Suarez und Llorente. Ja, Nkunku ist gesetzt bei uns. Schon mal ein guter Liner-Link. Das stimmt, Haaland-Lover. Walkout, komm. Ah, gib uns doch mal einen Walkout. Ich will einen Walkout mal sehen. McNeil hat, glaube ich, keine Special-Karte. Ich habe nebenbei auch Footbin offen. Vielleicht ist daneben jemand. Lasovic, Santimina und Kouame. Ich muss mal kurz gucken, ob da jemand eine Special-Karte hat, Jungs. Gehen wir rein ins nächste. Komm schon. Vielleicht ein Walkout. Das wäre halt so cool nochmal, dass wir vielleicht hier einen Walkout sehen werden, ne? Ich weiß auch nicht, das wird ein Yokuslu werden. Ich glaube aber auch hier sind wir bei einem Pack, wo der keine Special-Karte hat. Bittencourt und Helton Leite, ich schaue ganz kurz nach. Somit Back-to-Back, Jungs, haben wir hier ein Pack, wo wir keine Special-Karten drin haben. Was denkst du, was für ein Rating in Kungu bekommt? Also ich gehe davon aus, dass wir mindestens 85 sehen werden. Ne? Ob uns, wenn nicht sogar 86, 87, aber keine Ahnung, ne? Erstmal machen wir weiter mit dem nächsten Pack. Pack Nummer 9, das ist Gomez. Ja, ist der falsche Gomez. Alejandro Gomez hat auf jeden Fall eine Special-Karte. Ich weiß gar nicht, ob der Gomez eine Special-Karte hat. Dazu kommt noch Amrabat, Otavio und Suarez mit rein. Auch hier müssen wir mal schauen, ob da irgendjemand eine Special-Karte hat. Okay, wir haben gerade nachgeguckt. Amrabat hat einen Inform, einen 84er Inform. Den nehmen wir natürlich mit. Der kommt bei uns ins Team. Ich weiß gar nicht, ob der auf dem Markt ist. Da wird es halt super lustig werden, ne? Die Informs zu snipen, ne? Aber Amrabat ist unsere nächste Special-Karte. Kostenpunkt angeblich 29k. Hype. Schon wieder schön Verluste machen. Und 1000 Münzen. 10. Pack wurde geöffnet. Wir haben aktuell 1, 2, 3, 4, 5, 6 Special-Karten. Ne? Schon in FIFA 22 gezogen. Ne? Kommen wir zu dem 83-Pluser. Jawohl. Das wird Dubravka werden, oder? Oder wie der heißt? Ja, 83er Dubravka. Der erste Durchläufer-Chat. Hat aber aktuell im FIFA 22 nur ein 81er Rating und keine Special-Karte. Plus, was ist noch im Pack? Barnes. Und Barnes hat zu 100% definitiv eine Special-Karte, die wir natürlich sehr gerne mitnehmen werden. Nämlich ein 89er Showdown-SPC. Sehr, sehr cool. Wir gehen weiter in Pack Nummer 11. Insgesamt haben wir jetzt schon 7 Spieler. Wir brauchen aber noch 4 weitere, die es im FIFA 22 als Special-Karte gibt. Komm schon. Wir sehen keine Durchläufer, sondern Paco Alcácer, die absolute Legende. Ich weiß aber nicht, ich glaube, Paco hat nichts. Nee, Paco hat keine Special-Karte. Vielleicht haben wir dahinter noch Glück. Mit Brave Raid. Oh ja, Brave Raid ist big, Chat. Brave Raid hat safe eine Karte, nämlich die 90er Showdown-Karte, die absolut insane ist, Jungs. Cecilia hat nichts und Ochoa, David Lopez. Ja, nee, wir nehmen definitiv Brave Raid mit. Gehen weiter mit Pack Nummer 12. Sehen wir doch den Walkout. Schade, leider Gottes nicht. Komm schon, gönne ich, ey. Wir gehen nicht durch. Es wird Leimer werden. Und ich glaube, Leimer hat auch eine Special-Karte. Das ist der perfekte Link zu Leiner. Jawohl, zu Leiner und zu Nkunku. Mega nice, hä? Wie geil. Pack 13. Lass es uns kein schlechtes Pack werden, ne? Ein Walkout-Pack würde ich fühlen. Schade. Ah, come on. Was ist denn das? Ah, Champions-League-Karte. Heaton. Oh Gott, ich dachte, was ist denn das? Aber Heaton hat doch keine... Ja, natürlich hat er keine Special-Karte. Er spielt bei Manchester United. Was will ich denn da erwarten, ob der eine Special-Karte hat? Vielleicht dahinter was Gutes? Ronny Lopez, Caligiuri. Und der hat safe eine geile Special-Karte. Der hat nämlich den überragenden Food Fantasy als SPC bekommen. Den nehmen wir natürlich auch sehr gerne mit. Vielleicht sehen wir noch was. Eine Karte fehlt uns noch. Ich würde sagen, wir öffnen einfach 20 Packs. Wenn wir noch einen ziehen, können wir die immer noch auf die
Dings packen, auf die Bank oder gucken einfach mal, was ihr aussortieren könnt. 20 ist, denke ich, trotzdem eine gute Sache, einfach nochmal da reinzukommen. Kouyaté, 78er Rating, hat er dieses Jahr keinen Special-Karte. Dazu Rodriguez und Hart. Hart wäre halt auch so eine Option, wo ich sage, da hätte er einen schönen Flashback verdient, aber spielt er mittlerweile bei Celtic. Nummer 15, ja, gerade in dem Pack hatte keiner eine Special-Karte. Vielleicht haben wir Glück. Come on, noch sechs Packs, die wir öffnen. Bitte. Irgendwas Cooles. Boah, und die. Es wäre ein Innenverteidiger. Ich weiß gar nicht, ob der eine Special Card hat. Der hat sogar eine. 83er in Form. Hat er zumindest laut FIFA-Zeiten. Oh, Kondogbia ist aber geiler. Ich glaube, ich werde mich für Kondogbia entscheiden, ne? Weil Kondogbia schon eine SBC-Karte hat. Und die Kondogbia nehme ich definitiv mit. Nummer 16. Abfahrt. Wann sehen wir ihn? Den ersten Walkout. Ich habe keine Ahnung. Oder mal ein Durchläufer nochmal. Nein, es wird werden Mitzieu. Ach du. Boah, da bin ich komplett überfragt. Aber der hat anscheinend keine Special Card. Das ist schon mal ganz cool. Das ist schon mal wichtig und richtig. Dahinter haben wir noch Nastasic, Heidne und Nakamba. Und ich glaube, da ist gar nichts dabei. Die letzten vier Packs bleiben. Wo sind unsere Walkouts hin? Wir wollen einen sehen, ey. Bitte, sei doch nicht so. Bitte, ey. Komm schon, und es wird werden Puma. Hat Puma eine Special-Karte? Ich glaube nicht, ne? Nee, Puma hat keine Special-Karte, schade. Das tut weh. Wen haben wir noch dabei? Chinook, Cheryshev und Gonzalez. Gonzalez hat einen Inform, deswegen, den nehmen wir mit. Aber es ist unser 12. Spieler, unser erster Auswechselspieler. Hype. Sehen wir noch wirklich den Walkout? Gönnt uns die, ey, oder gönnt er uns nicht? Nein, schade. Anderson, oh Gott, wir ziehen sogar nur Non-Rare, bitte, ey, hallo. Non-Rare und dahinter Sakakni. Ich glaube, der hat safe eine Special-Karte. Ich glaube, das kommt mir sehr bekannt vor, wenn nicht sogar einen, linken Flügel. Sakakni ist unser nächster Spieler, Lorente will ich gar nicht erst haben, deswegen gehen wir lieber auf den, let's go. Ja, safe, zu 100% fail findest du hier noch Gegner. Wenn so schnell mein Ronaldo weggekauft wurde, dann zu 100%. Vorletztes Pack, wieder kein Walkout. Sehen wir irgendwas nochmal. Komm. Gönne. Kein Durchläufer, sondern nochmal Kouyaté, den haben wir ja schon mal gesehen. Nakashima, Taremi und Fulquier. Also Taremi hat zu 100% einen Tots. Wir gehen natürlich mit Taremi. Tots, Stürmer, why not? Letzter Team of the Seas. Letztes Pack, Pack Nummer 20. Gönne. In irgendeiner Art und Weise. Kein Walkout, schade. Aber jetzt nochmal so eine coole Tots-SPC. Oder einen guten Tots, den wir haben. Oh nein, es wird ein Footy-Chat. Renan Lodi, sehr geil, der hat einen Foot hier, 94er Rating, Narin Kuku unser Bester. Dahinter hätten wir noch William Carvalho, Hitz und den guten alten Saar, aber Lodi ist big und Lodi nehmen wir natürlich mit. Als Foot hier sage ich definitiv nicht nein und damit haben wir insgesamt 15 Spieler aus 20 Packs bekommen, die auch in FIFA alle 22 eine Special Card haben. Ich baue das Team drumherum, dann geht's rein ins Game und ich bin sehr gespannt, wie die sich stark werden. Let's go. So, Boys and Girls, das Team steht, so sieht das Ganze aus. Ja, wir haben leider keinen Torhüter gezogen. Ne? Klar, wir hätten Ochoa wählen können, aber das ist das fertige Team. Dazu zu sagen, ist Leimer, seine Foot Birthday Karte ist extinct. Kriegen wir nicht 80k, ich habe alles gegeben. Das gleiche gilt aber auch für den Gonzalez Inform. Auch der Mann ist leider komplett extinct. Ich habe gerade längere Zeit versucht, ihn zu bekommen. Kommt nicht auf den Markt. Und Lameda ist eine Objective-Karte gewesen. Die habe ich leider auf diesem Account nicht abgeschlossen. Trotz alledem ist das Ganze hier entstanden. Ja, Zakak, die am Rabattwert erstmal auf der Bank Platz nehmen. Dazu haben wir natürlich eine wunderschöne Bundesliga-Ecke. Unter anderem mit Leimer und mit Leiner. Dazu Kalitschuri und Nkunku. Wir haben Taremi Tots im Sturm. Barnes links. Dazu Braithwaite, Aurier und Renan Lodi damit am Start aus der La Liga. Genauso wie Kondogbia und im Torspiel Saar. Ja, ist der einzige, den wir hätten halt spielen können, gefühlt. Also ich denke, das ist die beste Option, die wir hätten haben können. Wir gehen rein in den Game. Ich bin sehr gespannt, ob wir das ganze Ding gewinnen. Hoffen wir es mal zumindest. Wir starten rein. Let's go. Gut, gehen wir rein in die ganze Sache. Gegner steht hoffentlich fest für Champions Qualifikation. Wir machen dort weiter, wo wir gestern aufgehört haben. Ja, dass wir schlechte Gegner kriegen, ist glaube auch, ja, ich glaube die, wir reden nicht weiter drüber. Let's go. Nkunku, 80 Spielminute, wir führen. Let's go. Damit habe ich jetzt bei dem Team auf jeden Fall nicht mitgerechnet. Der Gegner ist ziemlich offen hinten.
Und grünes Time, finde ich, macht uns das 2-0 in der 13. Taremi macht das Ding mit wahrscheinlich 3 Chemie oder so. Ja, nehmen wir mit. Der Gegner spielt komplett offensiv, ne? Also komplett. Also der hat das Teampressing wahrscheinlich auch gefühlt erfunden, ne? Er darf nicht schießen, ne? Oh mein Gott, Saar hat ihn! Und wir kriegen noch den Elfmeter, der Gegner. Oh, ich dachte, Saar hält das erste Ding auf sein Tor. Das wäre so schön gewesen, ne? Ja, keine Ahnung, der Kopf geht nach rechts. Vielleicht, ich habe keine Ahnung, oder er schießt in die Mitte. Ich weiß es nicht. Er wechselt nochmal den Spieler. Ich habe keine Ahnung, was er macht. Ich sage einfach rechts. Ja, Rissa, du bist der Beste. Nein. Ja, komm, dann ist es drin, ne, das Ding. Ja, wenn einmal er 9 durch ist. Unsere Innenverteidigung ist natürlich nicht auf Full Cam. Da wird es schwierig. Ich verstell den Torhüter so gut und Saar hält ihn nicht, Mann. Warum können wir kein Torhüter ziehen? Ich hätte Ochoa nehmen müssen, Mann. Oh. Oh mein Gott, haben wir das gut gespielt. Wir haben so lange gewartet auf den Pass auf Nkunku und damit führen wir wieder. Nicht schießen lassen, nicht schießen lassen. Nicht schießen lassen, das kann doch nicht sein. Oh Mann, ey. Lichuri. Egal, Leiner. Taremi. Let's go. Bam. Wir haben eine rote Karte gekriegt. Kondogbia ist übrigens vom Platz geflogen. Ja, es steht 5-3. Ich weiß nicht, ob der Gegner rausgeht. Ja, geht raus, Jungs. Wir gewinnen das ganze Spiel. Gegen, ja, diesen guten Mann mit einem geisteskranken Team. Unsere Mannschaft hat abgeliefert. Und so muss es aber auch sein. Guckt euch an, Taremi 3 Tore, Nkunku 2 Tore. Besser geht's nicht. Jungs, wenn euch das ganze Video gefallen hat, ich würde mich riesig freuen, wenn ihr einfach einen Daumen nach oben gebt. Mir hat's extrem viel Spaß gemacht, mit euch die Packs zu öffnen, ein bisschen Nostalgie zu schmecken und dann rüber in FIFA 22 zu gehen. Können wir gerne auch nochmal mit anderen Packs machen, wenn ihr darauf Bock habt. Ich bin auf jeden Fall raus. Andere Ideen unten in die Kommentare. Macht's gut, haut rein und ciao, ciao. Kuss, kuss.